Wir haben heute hier nach dem Spiel gegen die Berlin Rebels Ole Wulff, den Quarterback der Lübeck Cougars. Ole hatte sich im Testspiel gegen die Huskies verletzt. 4 Wochen später ist er jetzt wieder am Start. Ole, ihr habt jetzt 19-19 gespielt, habt ganz lange 19-3 geführt. Du als Quarterback, wie siehst du die Leistung der Offense? Wie schwierig war das, den Spielstand zu halten und zu verteidigen? Aber wir haben sehr gut angefangen in der Offense, haben viele Meter gemacht, durch den Lauf wie auch durch den Pass. Bis zur Halbzeit haben wir das dann gut durchgezogen. Nach der Halbzeit haben wir dann einen Bruch gehabt und haben es einfach nicht mehr auf die Reihe gekriegt, noch ordentlich zu scoren. Ne? Aber für das Spiel jetzt nächsten Samstag gegen Troisdorf Jets werdet ihr auch wieder gefordert. Wie sieht's aus? Laufspiel, Passspiel, woran werdet ihr diese Woche ordentlich arbeiten? Wir werden halt viele Videomeetings machen, werden unsere Fehler analysieren, werden gucken, was wir verbessern können und werden dann gestärkt gegen die Troisdorf Jets auflaufen. Super, vielen Dank, schönen Feierabend. Wir haben jetzt hier Thomas Kappes, Left Tackle der Offense Line der Lübeck Cougars. Ja, Säule der Offense Line. Heute echt gefordert, würde ich sagen, ab einem gewissen Stand. 19-19 ist es ausgegangen. Wir haben auch einen Quarterback-Sack irgendwie gesehen, einen glaube ich nur. Thomas, was sagst du, wie waren die Herausforderungen heute für die Offense Line? Ja, im Großen und Ganzen war es einfach das Thema, dass wir in der ersten Halbzeit das, was wir die ganze Woche besprochen haben und auch im Training von unseren Trainern vermittelt bekommen haben, gut umsetzen konnten. In der zweiten Halbzeit hat sich Berlin ein bisschen auf uns angepasst und dann hat es einfach nicht mehr so ganz gut funktioniert, wie gedacht halt. Und wir hatten auch nicht mehr so richtig die Mittel oder nicht die richtigen Ansätze, das zu kompensieren halt. Deswegen ist das mit Berlin in der zweiten Halbzeit ein ziemlich hartes Spiel geworden. Im Großen und Ganzen war das sehr fair, aber ja, wir müssen halt einfach zusehen, dass wir das, was nötig ist, besser umsetzen halt. Du sprichst es schon an, in 7 Tagen seid ihr wieder gefordert gegen Troisdorf Jets, die ja letztlich kein schlechter Gegner sein werden, ja, nachdem die sich auch schon sehr gut gegen die Rebels bewiesen haben. Das heißt, Offense Line wird arbeiten die nächsten Tage. Tja, wir werden unseren Plan weiter verfolgen und wir müssen einfach versuchen, das, was wir in der ersten Halbzeit heute gegen Berlin gespielt haben, komplett über 2 Halbzeiten abzurufen halt. Und dann sollte das eigentlich auch klappen halt. Troisdorf wird sicherlich kein einfacher Gegner, aber eigentlich sollte das Ganze passen halt. Und wir müssen halt einfach schauen, dass wir unsere Performance 4 Quarter ausreichend auf den Platz kriegen. In diesem Sinne, danke Thomas, schönen Feierabend auch dir. Heute am Ende des Spiels gegen die Rebels hier Florian Daniel, noch relativ neuer Coach, Defense Coordinator bei den Cougars seit dieser Saison. Coach Daniel hat 19-19, ganz langer 19-3 Spielstand, hat die Defense alles das gemacht, was sie sollte heute? Nein, leider nicht. Am Ende des Tages muss man aber mit der Performance zufrieden sein. Wir haben das zweite Mal gescored mit der Defense, haben 2 Turnovers gehabt, haben die Offense 2-3 Mal wieder in Position gebracht, um zu scoren, hatten aber 2 lange Drives, wo wir bei langen dritten Versuchen, 3. und 10 und 4. und 5, ja, einfach nicht den nötigen Stop machen konnten. Ja. Die Saison hat jetzt gerade angefangen, wird ein langer Weg. Die Blue Devils legen gut vor mit diversen 0-0-Siegen. Was glaubst du, wird die größte Herausforderung für euch auf dem Weg? Ich glaube, wir haben heute hier gegen das beste Team der Liga gespielt. Okay. Die Berliner sind hervorragend gecoacht, haben sehr, sehr gute Importspieler, haben eine gute Jugendarbeit. Das sieht man auch bei den Jungs, die aus der Jugend hochkommen. Ja. Die spielen sehr solide in der Offense, in der Defense und auch in den Special Teams. Und man muss hart arbeiten, um gegen die zu gewinnen. Mhm. Also ich glaube, es wird am Ende des Jahres auf uns beiden ankommen, auf die Cougars und die Rebels. Super, besten Dank für dein Statement. Schönen Feierabend. Danke.